Was ist das für ein Notfall-Droide? Hier spricht Darth Malgus von der Expeditionsflotte. Ich überbringe Grüße aus dem Veragi-Sektor. Ihr habt dem Imperium auf einzigartige Weise geholfen. Jetzt bitte ich euch, eure Macht unserer Armee zu leihen, da uns der Imperator persönlich in den Krieg schickt. Wie kann euch der Geheimdienst helfen, mein Lord? Seit 3 Jahrhunderten hält unser Imperator einen Jedi-Meister gefangen, verlängert sein Leben und seine Leiden. Der Jedi-Meister bewahrte ein Geheimnis, den Standort der Fabrik, einer alten Raumstation von ungeahnter Macht. Sowohl der Jedi als auch seine Fabrik beschäftigen uns heute. Wo kommt da der Kampf gegen die Republik ins Spiel? Der Imperator versuchte, dem Geist des Jedi den Standort der Fabrik zu entlocken. Aber seit Jahrhunderten widersetzt er sich. Also hat der Imperator ihn freigelassen. Es war abzusehen, dass der Jedi zu seiner Fabrik fliehen und die republikanische Armada mitbringen würde. Er hat uns zu unserem Preis geführt, wenn wir den Mut haben, ihn uns zu nehmen. Den Jedi freizulassen war ein Risiko, aber es kann sich noch bezahlt machen. Wie erreichen wir unseren Feind? Eine Flotte von 30 Zerstörern der Terminus-Klasse versammelt sich. Trefft euch mit Moff Fenya auf dem Flaggschiff, von wo aus er den Angriff koordiniert. Wir werden die Fabrik einnehmen und diesen Jedi endlich töten. Und das gesamte Imperium wird tosen vor Triumph. Die Red Shrike soll die Position halten, bis sie repariert ist. So nützen sie uns nichts. Jawohl. Und holt endlich eine Fähre für diese Ingenieure. Moff Fenya? Darth Malgus hat mich geschickt. Gut, jemanden vom Geheimdienst an Bord zu haben. Ich war schon immer der Meinung, dass unsere Ministerien enger zusammenarbeiten sollten. Immerhin haben wir bei den Sith einen ähnlich guten Stand und wir sollten ihren Ruhm gemeinsam mehren. Ich bin zur Besprechung hier. Nicht um euren Versprechungen zu lauschen. Sagt Darth Malgus, dass wir bereit sind. Darth Malgus an den imperialen Angriffstrupp. Der Gefangene des Imperators, der entflohene Jedi-Meister, hat uns unwissentlich ins Nantri-System geführt. Dort befindet sich die Fabrik, eine uralte, von Fremdlingen erbaute Raumstation, die in einen Asteroiden eingebettet ist. Das Potenzial der Fabrik ist noch ungewiss, aber der Jedi-Meister, der sie entdeckt hat, wird alles daran setzen, sie zu verteidigen. Die republikanische Flotte hält bereits dort Wache. Ihr sagtet, die Fabrik wurde von Fremdlingen entworfen? Ja, von einer Spezies, die diese Galaxis einst beherrscht hat und deren Technologie die unsere primitiv erscheinen lässt. Unser Jedi-Meister ist mit ihren Geheimnissen vertraut. Wir sind auf Abfangkurs zu einem republikanischen Kreuzer, der die Ausrüstung und Verstärkung für die Fabrik an Bord hat. Wir werden den Kreuzer mit einem Fangstrahl festhalten. Ihr werdet die Entermannschaft anführen. Sobald der Kreuzer in unserer Gewalt ist, könnt ihr damit an den republikanischen Verteidigungen vorbeischlüpfen und die Fabrik infiltrieren. Jetzt werde ich zeigen, wie man so etwas beim Geheimdienst handhabt. Sobald der Kreuzer euch gehört und ihr die Fabrik infiltriert, werden wir die Republik offen angreifen. Unterschätzt nicht die republikanischen Verteidigungen oder den Jedi-Meister der Fabrik. Er ist die größte Bedrohung. Aber euer Wille ist stärker. Wir sind in Reichweite des republikanischen Kreuzers. Setzen den Fangstrahl ein. Wir haben sie. Los zur Luftschleuse und holt euch das Schiff. Nur so können wir die Fabrik erreichen. Hier spricht Captain Yelto. Dies ist eine Nachricht an die imperiale Entermannschaft. Ich gebe zu, dass wir zahlenmäßig unterlegen sind und keine Chance haben. Uns bleibt keine Fluchtmöglichkeit. Ihr wart bereits dem Untergang geweiht, als wir euch entdeckt haben. Vielleicht, aber ich habe noch immer ein Ass im Ärmel. Dieses Schiff wird von einem Typ 4 Hypermateria-Annihilator angetrieben. Ich lasse gerade die Sicherheitsmaßnahmen überbrücken und bereite ihn für eine Selbstzerstörung vor. In wenigen Minuten seid ihr nur noch Sternenstaub. Genau wie ich, mein Schiff und die Hälfte eurer Flotte. In ein paar Minuten habe ich hier alles unter Kontrolle.
Das bezweifle ich. Jelto Ende. Bereich gesichert. Schnappt euch die Techniker und deaktiviert den Selbstzerstörungsmechanismus. Seid verdammt! Alle von euch! Runter von meiner Brücke! Ist das eure Vorstellung von einem großen Sieg, ein einzelnes Schiff mit der ganzen Flotte einzunehmen? Ihr wart auf dem Weg zu einer Raumstation, der Fabrik. Verratet mir ihre Geheimnisse. Ihr wollt uns einfach nicht verstehen. Von mir erfahrt ihr nichts. Und ich werde auch nicht um das Leben meiner Crew betteln. Ich kenne die Blutbäder des letzten Krieges. Alle Intermannschaften waren erfolgreich. Sollen wir mit den Hinrichtungen beginnen? Wir sind keine Wilden, wir sind Imperiale. Wenn wir Leben beenden, dann immer für einen klaren Zweck, verstanden? Ich fordere einen Gefangenentransport an. Erfolg an allen Fronten. Wir führen die Gefangenen durch Car City, damit sie den Ruhm des Imperiums bewundern können. Das wird sich in der Galaxis herumsprechen. Viel wichtiger ist, dass der Kreuzer uns gehört. Bereitet ihn für den Angriff auf die Fabrik und ihren Jedi-Meister vor. Gibt es mehr Informationen zu den feindlichen Verteidigungen? Wir laden diese Daten gerade vom Computer des Kreuzers herunter. Ich möchte euch in der Zwischenzeit gratulieren und vorschlagen, dass ihr zum Flaggschiff zurückkehrt. Darth Malgus möchte seinen Angriffstrupp sprechen. Jetzt aber nichts wie hoch. Morfenia, ihr habt erwähnt, dass Malgus mich sprechen will? Ja, während wir den republikanischen Kreuzer umrüsten. Ihr habt euch gut geschlagen, ihr alle. Wären wir im letzten Krieg ähnlich stark gewesen, wäre es nie zum Vertrag von Coruscant gekommen. Wir fühlen uns geehrt, mein Lord. Aber nun erwartet uns eine noch größere Herausforderung. Ich habe die Informationen vom republikanischen Schiff durchgesehen und die Natur der Fabrik ist mir nun klar. Was habt ihr herausgefunden, Lord Malgus? Die Spezifikationen der Fabrik entsprechen denen von 3 weiteren geschichtlich erfassten Raumstationen. Jeder dieser legendären Raumstationen konnte Technologie in großen Mengen fertigen. Eine konnte Planeten umgestalten, eine andere hat ganze Raumflotten produziert. Die Sternenschmieden. Die Fabrik produziert endlose Armeen von Droiden, die dem Jedi-Meister der Fabrik gehorchen. Ein Mann, der durch die lange Gefangenschaft höchstwahrscheinlich wahnsinnig geworden ist. Das kann nicht gut enden. Morfenia, hier, ihr dürft fortfahren. Die Fabrik ist in einen Asteroiden eingebettet, der von der republikanischen Flotte abgeschottet wird. Der von uns gekaperte Kreuzer sollte die Blockade ohne Probleme durchdringen können. Ihr werdet den Kreuzer direkt zur Fabrik fliegen und den Bodenangriff leiten, während unsere Schiffe aus dem Hyperraum kommen und die Flotte angreifen. Die Fabrik wird uns gehören und ihr werdet den Jedi-Meister ausschalten. Ich sorge dafür, dass der Angriff wie geplant verläuft. Kümmert ihr euch um die Flotte? Moff Feng hier genießt mein vollstes Vertrauen. Zum Ruhme der Sith und des Imperators. Steuermann, Kurs auf die Fabrik. Bestätigt. Kurs wird geändert. Wollt ihr der Crew vor dem Angriff noch etwas sagen? Die Republik will uns vernichten, aber wir werden ihnen die Waffe aus den Händen reißen. Erinnert euch an diesen Tag. Kurs gesetzt. Hyperantrieb wird aktiviert. Übertrage Autorisierungscodes an die republikanische Flotte. Wir dürfen die Blockade passieren. Nähern uns der Fabrik. Empfange Übertragung.
Landekontrolle an den republikanischen Kreuzer Dorrance Sky. Ihr seid 6 Stunden zu spät. Gab es ein Problem? Ich lasse mich nicht von einem Laufburschen verhören. Lasst mich in Ruhe, damit ich das Schiff landen und eine Beschwerde an eure Vorgesetzten schreiben kann. Tut mir leid, ich... Also gut, ihr dürft andocken, aber ihr müsst an Bord des Schiffs bleiben. Ich kann euch noch keine Freigabe erteilen. Wir haben angedockt. Noch geschätzte 2 Minuten bis zum Eintreffen unserer Flotte und dem Beginn der Schlacht. Wenn ich so frei sein darf, würde ich vorschlagen, dass ihr in die Offensive geht. Halt! Wir müssen miteinander reden. Ich bin der Meister der Fabrik. Einst ein Gefangener des Imperators und nun der Mann, den ihr vernichten wollt. Ich höre zu, bitte. Vor 300 Jahren habe ich euer Imperium in den Sternen entdeckt und mich gegen den Imperator persönlich gestellt. Ich wurde hintergangen. Besiegt. Ich habe den Preis bezahlt. Denn der Imperator hat jahrhundertelang in meinem Geist gewütet. Aber ich habe ihm nichts gegeben. Ich bin der Beweis, dass man der dunklen Seite widerstehen kann. Ihr behauptet, ein Jedi gewesen zu sein und gegen den Imperator gekämpft zu haben. Zu meiner Zeit wurde die Republik von Dienern der Sith angegriffen. Ich habe alles aufgegeben, um ihre Meister aufzuspüren, und ich habe Drum und Kaas entdeckt. Ich habe die Boshaftigkeit des Imperators gesehen. Er muss vernichtet werden, samt allem, was er geschaffen hat. Oder die Galaxis wird bis in alle Ewigkeit leiden. Ihr müsst nicht mit ihm sterben. Ergebt euch, und ihr könnt seinen Krieg in aller Ruhe in Gefangenschaft betrachten. Ihr selbst wolltet dem Leben als Gefangener entfliehen, aber ich soll so einfach aufgeben? Das hatte ich gehofft. Ihr lasst mir keine andere Wahl, als die Fabrik gegen euch einzusetzen. Diese Maschinen sind Vernichtungsdroiden. Meine endlose Armee. Lebt wohl. Feststellung. Sie sind ein wirklich anspruchsvolles Ziel. Ich bin HK-47, der engste Vertraute meines Herrn. Einst war ich ein Attentäter-Droide, aber nun ist es meine Pflicht und mein Vergnügen, die mechanischen Armeen der Fabrik zu befehligen. Ich hätte nicht gedacht, dass Jedi etwas mit Attentaten zu tun haben. Oder Droiden bauen, damit sie sich nicht die Finger schmutzig machen müssen. Anmerkung. Ich bin vom moralischen Kompass meines Herrn oft angenehm überrascht. Die Vernichtungsdroiden sind die Glanzleistung meines Herrn. Sie sind mit Bioscannern ausgestattet, die einen Sith am Gencode erkennen können. Alle Lebewesen mit Sith-Herkunft werden getötet. Das trifft auf 97,8% der imperialen Bevölkerung zu. Die Fabrik gehört dem Imperium. Eure Droiden kommen nicht weit. Anmerkung. So sehr ich mich auch darauf freue, unsere Feinde Planet für Planet auszulöschen, habe ich doch die persönliche Konfrontation vermisst. Ihre Knochen werden hübsche Trophäen zur Erinnerung an meinen ersten Mord seit langem abgeben. Schaden auf maximaler Stufe. Die HK-Einheit, die ihr zerstört habt. Er hat 300 Jahre lang ergeben gewartet. Ich kann ihn wieder aufbauen, aber er wird nie mehr derselbe sein. Erkennt ihr nicht, dass ihr auf der falschen Seite steht? Der Imperator bedeutet den Tod. Für euch, für mich, für die ganze Galaxis. Keine Nation war je so stark oder so brillant, wie es das Imperium heute ist. Wenn ihr Angst habt, ist das euer Problem. Ihr glaubt auch noch daran. Dann hatte ich recht. Als junger Jedi zog ich in den Krieg.
Ich habe die Gewalt und die Dunkelheit akzeptiert. Und der Imperator hat mich durch die ganze Galaxis zu sich gerufen. Er machte mich zum Sith Lord und gab mir den Namen Darth Revan. Ich habe in seinem Namen getötet und mich gegen die Republik gewandt. Aber ich werde es wieder gut machen. Darth Revan. Den Namen höre ich zum ersten Mal. Ich habe die Republik beinahe zerstört und bin fast selbst daran zerbrochen. Als die Jedi mich ins Licht zurückführten, waren meine Erinnerungen zertrümmert. Ich habe Jahre gebraucht, um den Imperator wiederzufinden und zu stellen. Ich wollte ihn vernichten. Aber er brachte meine Gefährten um und sperrte mich ein. 300 Jahre wart ihr von Hass erfüllt. Und nun, da ihr frei seid... All die Jahre im Gefängnis habe ich ihn in meinem Geist gespürt. Er machte sich meine Verbindung zur Macht zunutze. Aber auch ich war in seinem Geist, habe ihn bekämpft. Nur ich war sowohl Jedi als auch Sith. Und ich habe Klarheit in der Macht gefunden. Nur ich kann ihn verstehen. Und sein Tod ist meine Verantwortung. Haltet ihr euch für den einzigen Jedi, der je der dunklen Seite verfallen ist? Ihr seid nur einer von Tausenden, Revan. Und ihr seid verrückter als die meisten anderen. Glaubt, was ihr wollt. Es spielt keine Rolle. Ich habe die Republik bereits zweimal gerettet. Ich habe Mandalorianer und ganze Armeen der dunklen Seite bekämpft. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Stationskontrolle an die imperiale Flotte. Die Fabrik gehört uns. Ausgezeichnete Arbeit. Wir haben gute Männer in der Raumschlacht verloren, aber wir zerstören gerade die letzten Schiffe der Republik. Ich gehe davon aus, dass der Jedi-Meister ebenfalls sein Ende gefunden hat. Der Jedi-Meister war einst ein Sith namens Darth Revan. Ja, diese Angelegenheit sollten wir lieber persönlich besprechen. Sobald alles gesichert ist, werden wir uns mit Darth Malgus an Bord des Flaggschiffs beraten. Euch gebührt mein Dank und meine Anerkennung. Fenrir Ende. Die Schlacht ist entschieden. Die Fabrik gehört uns. Und sie wird uns eine ausgezeichnete Waffe sein, wenn wir sie richtig einsetzen. Genau deshalb wird das Imperium siegen. Nicht nur wegen seiner überlegenen Waffen, sondern vor allem wegen seiner überlegenen Persönlichkeiten. Ohne den Geheimdienst hätten wir niemals so einen Schlag ausführen oder den abtrünnigen Revan besiegen können. Ihr hättet mir sagen können, wer der Meister der Fabrik in Wirklichkeit war. Revan hat Anhänger im Imperium und das Geheimnis musste bewahrt werden. Ich entschuldige mich, wenn ihr euch ausgenutzt fühlt. Vor 3 Jahrhunderten war die dunkle Seite stark in Revan. Ein gescheiterter Jedi, der das Interesse des Imperators weckte. Aber er widersetzte sich und musste leiden. Nun hat seine Geschichte ein Ende gefunden. Er hätte das Imperium zerstört, wenn er die Chance dazu bekommen hätte. Unsere Teams sind auf dem Weg zur Fabrik. Es wird eine Weile dauern, aber wir sollten alles retten können, sogar die HK-Einheit, wenn wir es wollen. Vielleicht besitzt sie nützliche Erinnerungen und vielleicht können wir sie verbessern. Und wenn nicht, bleibt uns immer noch eine neue Armee und ein Sieg, der in die Geschichte eingehen wird. Wir haben gezeigt, dass kein Möchtegern Sith oder Jedi-Meister sich mit dem Imperium messen kann. Auf Dromund Kaas wird bereits gefeiert und schon bald wird der Jubel zu einem Kampfschrei, wenn der wahre Krieg beginnt. Der imperiale Geheimdienst steht bereit. Ich habe nichts anderes erwartet. Genießt die Früchte eures Erfolgs. Dank eurer Hilfe wird sich das Gesicht der Galaxis erheblich verändern.